Hallo und herzlich willkommen hier bei New German. Das war nice. Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute mal wieder mit Assassin's Creed Syndicate. Wir machen hier direkt weiter. Und gucken mal, was hier so ist. Ach scheiße, es ist weit weg. Ich reise erstmal dahin. Ja, schnell reisen. Ja, schön, dass es diese Funktion gibt. Weil ich hätte auch keinen Bock, da einfach hinzurennen. Weil das wieder mega weit weg ist. Und das ist nervig. So, wir haben gerade 15.000 ausgegeben. Wir hatten, wie viel hatten wir? Kopf rechnen. Wir hatten 15.000? Woher? Okay, mal gucken, wie viel Geld wir gleich noch haben. Sonst stelle ich mal ihm vielleicht was her, wenn ich es kann noch. Oder upgrade irgendwas, weil wir hatten noch irgendwas zum Upgraden oder Herstellen, das weiß ich. I knew that. I clearly knew that. So. Ich glaube jetzt Sequenz 8 ist auch die letzte Sequenz, die wir haben, oder? Bin ich? Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. So, uno momento. Ich muss mal kurz hier. Genau das. Nein, das möchte ich auch nicht. Nein. So. Und Todessprung. Ich muss jetzt beide dabei drücken. Und Todessprung. Ui, zack. So, das möchten wir noch mal eben nachgucken kurz. Dann können wir auch direkt weitermachen. 72%. Ah, Sequenz 8 und 9. Oh, in 8 ist aber gar nicht mehr so viel. Londoner Geschichte. Sonstiges. Ich muss noch ein bisschen in der Stadt rumarbeiten. Aber erstmal haben wir jetzt die Mission hier, die sich unter dem Namen Seltsame Bettgenossen schimpft. Wollen wir mal dahin. Hier, ich nehme mal deine schöne Kutsche. Er ist gerade einfach so durch die Tür rausgerannt, der andere. Wenn ihr es gesehen habt. Einfach so. Ohne Probleme. Mache ich auch immer. Weil Türen sind ja etwas für Schwächlinge. Für Nichtskenner. Man muss auch mal durch die Wand denken. Beziehungsweise durch die Tür denken. Ja. Als wenn man nicht er selbst ist. Oder so. So. Du Scheiße gelabert. Wollen wir mal da vorne hin. Wo nur eine Tür aufblinkt. Seltsame Bettgenossen. Jacob nimmt Maxwell Roth Einladung zu einem Treffen an. Ich dachte nicht. Hat er vorher gesagt nicht. Und wir hatten auch noch einen Links gekriegt. Ich sehe mal hinten nach. Okay. Ich möchte aber erstmal eben im Inventar eine Montur gekriegt. Bringe den Nahkampfschaden. Oh. Warte. Ausrüsten. Direkt. Sieht zwar nicht so cool aus. Okay, sieht auch cool aus. Ah, Nahkampfschaden weniger. Das ist gut. Warum mache ich den hier? Alter. Wie sieht badass aus? Verringert den erlittenen Schaden. Ist gut. So, ja, 530. Damit können wir nichts mehr machen. Möchten wir mal gucken, wie der aussieht. Ja, Jacob sieht ganz gut aus an. So, eben nach dem Hintereingang gucken. Und dort vorne ist er auch. Guten Tag, ich muss mal mit dir durch. Guten Tag. So. Hallo, Herr Maxwell. Oder? Ich möchte zu Mr. Roth. Oder auch nicht. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Jacob ist kein Assassine mehr. Er wird jetzt Bühnenartist. Er wird Schauspieler. So. Möchte ich mal gucken, was es hier so gibt. Vielleicht etwas,
Vielleicht schon nichts. Old Engine. So, wo haben wir den Maxwell? Da vorne haben wir ihn. Ach, hier ist noch die Bühne. Hey. Ja, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen, alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen und erledigen ihn? Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Meine Kutsche! Sollen wir? Okay, Maxwell. Alles gut bei dir? Ich will hoffen von ja. Hierher. Darf ich fahren? Das ist nett. Du erwartest doch nicht, dass ich alleine fahre, oder? Oh. Wer ist dein Fahrer? Nach St. Pancras. Und schone die Pferde nicht. Ich dachte, du und Starrick, ihr kämpft für dieselbe Sache. Was ist geschehen? Ach, weißt du, er braucht um meine Dienste, um seine Ganganführer auszubilden. Aber der Mann ist unerträglich. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pancras kann unser Leid beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Starrick und Co. Und du hast vor, sie zu stehlen? Was? Nein! Da stand gerade noch, ich habe vor, sie zu sprengen. Seit wann kann ich jetzt so klettern? What the fuck? Ich dachte, das wäre ein alter, gebrechlicher Mann. In St. Pancras ist ein Zug geparkt. Ich würde gern Starricks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfache Zug. Okay, gut. Ich habe es noch eben kurz gelesen. So. Nein! Ich muss bei ihm bleiben? Okay. Ich muss bei ihm bleiben. habe ich jetzt auch gemerkt. Wusste ich nicht. Aber ich wollte nur die Montur nochmal schön zeigen, so im Roundup. Roundabout. Nein. Das ist das Szenenzeichen. Sieht cool aus. Sieht echt gar nicht so scheiße aus. Andere hat mir zwar mehr gefallen, aber die sieht gar nicht so scheiße aus. So. Komm, Wettklettern hier. Nein! Ich bin erst oben. In St. Pancras ist ein Zug geparkt. Ich würde gern Starricks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfahrende Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Ach so. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Starricks Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. Alles klar. Den fahren zu nehmen. Ich denke mal genau den hier.
So. Ich gehe mal hier unten rein, damit ich nicht irgendwie bemerkt werde. Cool. Und er bleibt da oben jetzt einfach stehen, Ovi. Na ja, kommt mir hinterher. Okay, gut. Wir halten jetzt gleich an. Bleib da stehen! Ach du Scheiße. Nein! Hier bin ich. Hallo. So, wer mit dir? What the fuck, warum fängt jetzt auf einmal mexikanische Musik an zu trönen? Und welche an so? Taco, Taco. Können wir bitte hier weggehen? Ich fühle mich hier eingebunden. Okay, jetzt die Musik ist vorbei. Nicht ganz. Ups. Aber halt. Peng, peng, peng. So. Die auch noch weg. Nein. Dann kriegst du auch noch einen rüber. Nein. 17er Kombo, 19er Kombo. Easy. 20er Kombo. Der da vorne fällt einfach. Auch nicht schlecht. Warte, ich kann die ganz schön. Wo will er denn hin? Ich muss jemanden töten. Wie weit anonym werden? Ach, komm. Kommt hier hin. Kommt hier hin, meine Freunde. Der Sonne. Ich hau ich mal. Und du fliegst dann auf die Gleise. Oder auch nicht. Woran ist er denn jetzt verreckt? Hä? Woran ist er denn jetzt verreckt? Ohne Scheiß. Ich hab keine Ahnung. Hallo. Die mexikanische Musik kam gerade ein bisschen raus. So. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. So, einmal das hier zerstören. Und weg hier. Mal gucken, wie viel Schaden es dem Zug mitnimmt, annimmt. Irgendwann werdet ihr Bleiders verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Genau. Nur das will Jacob, nichts anderes. Anzünden bitte. Und die Dynamitkiste fliegt sogar. Und... Zack! Jetzt aufzuhören. So. Ich möchte irgendwie mal weiter hier schnetzeln. Come on. Nee. Ich will mal... Ich wollte gerade sagen, ich will mal versuchen, eine Dreier-Kombo zu machen. Das hat nicht so ganz geklappt. Wie man sieht.
Komm hin. Nachladen kurz. So. Wo sind die? Da. Guten Tag. Das war, glaube ich, nicht so klug, die Treppe runterzuspringen. Der macht's auch. What the fuck? Ihr seid kein Assassin. Einmal anzünden. Dieses Dynamit. Warte, ich kann die auch kaputt schießen, oder? Was soll die alle? Mit Anzünden kaputt machen. Oh, ich möchte einen kaputt schießen. Wo ist denn jetzt Dynamit? Vorne haben wir noch Dynamit. Ein wenig Dynamit. Zum Mitnehmen. So. Hier haben wir noch was. Na komm. So. Wer ist denn komplett kaputt oder? Wie ist das hier? Ja. Nur noch eine Lieferung. Genau die. Ich denke mal, die ist oben, ne? Weil ich die ja hier unten nicht sehen kann. Deswegen think I, die ist oben. Na, ist Englisch, Dude. Ja. Genau, hier ist sie. Hier oben. Und wieder eine fliegende, schöne Dynamitkiste. Zu wenig. Vielleicht kann ich den noch ausschalten. Aber doch hat jemand noch nicht. Keine Ahnung. Egal. Jemand finden, der dieses Eisenross fahren kann. Einen Fahrer finden. Zum Beispiel dort vorne der eine Typ. Der, den wir noch nicht getötet haben. Warte mal, rennt der weg? Nein! Oh, ich wollte schon sagen, nicht gefangen nehmen. Oi! Nimm deine Dreckshände von mir! Nicht so. Was machst du da? Seien Sie ruhig, bitte. Nicht so laut, Sir. Kein Grund, sich aufzuregen. Was wollen Sie von mir? Ich brauche nur jemanden, der den Kessel schürt. Genau. Schon gut, ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nichts. Sehen Sie mich als normalen Passagier an. Einen, der rein zufällig mit einer großen Klinge auf Sie zielt. Rein zufällig. Ist mir aus der Hand gerutscht. Beziehungsweise aus meinen... Ja, ist ja aus der Hand. Aus dem Unterarm. Mir etwas Dampf zu machen. Verstanden. Ding. Zug. Dampf machen. Starrick wird schon bald in die Knie gehen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Entschuldige, ich muss los. Besuche mich gerne mal wieder. Okay. Jetzt habe ich den Zug besorgt. Und ich habe einen Umhang. Und das ist, glaube ich, für Evie, ne? Ja. Die hat ja Umhänge nicht montieren. Aber irgendwie ist es gerade komisch, weil er Templer da reingeschickt hat. Mal gucken, wie es weitergeht.
Stockt euch. Wir wechseln jetzt nochmal eben kurz zu Ivy. Die soll auch noch den. Denn sie soll den neuen Umhang kriegen. Umhänge. Und genau den. Finde ich gut. 5000 zum Upgraden habe ich nicht. Was war denn der erste Umhang, den wir hatten? Der hier? Roter Umhang. Sparsamer Umhang. Jägermantel. Blackjack Umhang. Der sieht cool aus. Übrigens. Nur so. Die sehen alle gar nicht so scheiße aus. Nur der bringt jetzt nicht so viel, der Umhang. Muss ich mal zugeben. Der sieht auch cool aus. Ah, der sieht auch cool aus. Ja. So. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Das war's dann auf jeden Fall von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.